Ja, es ist im Moment wirklich, dass ich hier Krankenpfleger bin. So, Vorschlag, Kumpel. Das ist wahrscheinlich nicht Crows erster Job als Kumpel. Crow ist ein netter Kerl. Er will mir da raushelfen. Klingt, als hättest du einige Erfahrung darin, Kumpel zu sein. Ich bin Gildenmitglied. Nein, das ist kein Witz. Ich kam direkt nach April in die Gilde der Kumpel und rettete die Welt. Sie verliehen mir einen Orden und so weiter. Kumpel des Monats. Wenn nur meine arme alte Mama das noch mitbekommen hätte, aber sie hat mich leider nur noch als Ei erlebt. Natürlich hat im folgenden Monat wieder dieses ärgerliche Menschenkind mit den haarigen Füßen und dem aufgedunsenen Gesicht den Orden gewonnen. Was hat er geleistet? Jemanden einen Hügel hochgeschleppt? Nicht mal einen Witz hat er erzählt, um die Stimmung zu heben. Keinerlei Sinn für Humor. Nun ja, was schlägst du denn vor, Crow? Ich schlage vor, wir holen Hilfe. Du bist jung und unerfahren und bist, seien wir ehrlich, so verloren wie ein Baby im Wald, ohne das sexistisch gemeint zu haben. Ich andererseits bin weise, was den Lauf der Welt angeht. Allerdings habe ich momentan keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Also brauchen wir Hilfe von jemandem, der sowohl weiser als auch raffinierter ist als wir beide. Bärte sind ein guter Tipp. Bärte? Sie implizieren Alter und Weisheit und außerdem manchmal geringe persönliche Hygiene. Ich glaube, diese Dinge haben eine Verbindung. Hast du denn jemanden im Visier? Da gibt es einen Typ, den April kennt. Er ist zurzeit in der Stadt. Er hat einen Bart und er ist erwachsen. Eine perfekte Kombination. Sein Name ist Brian Westhouse. Ah. Gut, wo können wir diesen Westhouse finden? Wie es das Glück will, nein, warte, es ist eher das Schicksal. Wenn ich eins jemals gelernt habe, wenn solche Dinge passieren, ist es fast immer Schicksal. Wie das Schicksal es will, sah ich Westhouse, als ich hierher flog. Ich glaube, er war auf dem Weg zum Südtor. Wenn wir uns beeilen, finden wir ihn vielleicht noch dort. Großartig. Lass uns gehen. Ich weiß, wo sich das Südtor befindet. Glaub es oder nicht? Gut, denn ich bin grauenvoll schlecht, was Richtungen angeht. Wo liegt nochmal Norden? Ja, ey, warum? Toll, sie weiß, wo Süden ist. Ich, das Südtor ist. Ich aber nicht. Warum komme ich da nicht runter? Moment, ich bin jetzt hier am Südtor. Unten ist der Hafen, also können wir ja eigentlich nur wieder hierhin zurück. Dann oben bei Ben Reem vorbei. Da kommen wir zum großen Tor. Oh oh. Oh nein. Im Namen der Göttin und der Sechs, du wirst deine Waffen niederlegen und unseren Befehlen gehorchen. Was? Bleib hier. Beweg dich keine Handbreit. Durchsucht das Gebäude. Lasst niemanden entkommen. Was im Namen der Sechs geht hier vor sich? Erspare uns deine Schauspielerei, Bürgerin. Wir wissen, dass du Rebellen Unterschlupf bietest. Rebellen? Natürlich nicht. Dies ist ein friedliches und gesetzestreues Haus. Wenn das zutrifft, wirst du eine offizielle Entschuldigung und eine Entschädigung vom Büro der Abgesandten erhalten. Aber ich fürchte, wir können deinen Worten keinen Glauben schenken. Der Keller ist sauber. Sonst ist hier niemand mehr, Apostel. Ich werde mir das obere Stockwerk selbst ansehen. Ah, jetzt muss ich hier... Ah, jetzt muss ich gegen sie agieren. Und ich weiß ja genau, wo ich hingehen muss. Ach, was soll das hier alles? Wenn ihr keinen Kampf wollt, dann macht das doch nicht so. Hoppla! Schön, dass ihr immer ein Stück nach vorne geht. Aha. Ich töte den. Krass. Noch einer. Sein Zwilling. Warum haben die Leute nicht gesehen? Die Wache hat mir doch gesagt, hier ist sonst niemand. Wo kommen jetzt bitte diese zwei Leute her?
Was für ein gewaltvolles Spiel. Weißt du, und die steht da und kriegt nichts mit. Erstmal frontal gegen die Wand laufen. Ich komme ja nirgendwo rein. Bewege dich keine Handbreit, Hexe. Ups. Wie ist dein Name? Ahne. Ich gebe dir eine letzte Chance, deinen Hals zu retten, Hexe. Du wirst mir helfen, jemanden zu finden. Oder du stirbst. Und nicht nur du. Wir werden die Besitzerin dieser Taverne nach Sadir schicken. Sie wird sich wegen Verrats vor Gericht verantworten müssen. Bezüglich deiner Freunde, die gerade eben den Hafen verließen, das Schiff wird zurückgehalten und die Vorräte werden beschlagnahmt. Weißt du, wie die Asadi-Schmuggler bestrafen? Bitte. Ihre Füße und Hände werden mit Metallklötzen beschwert und dann werden sie in den Ozean geworfen. Bitte lasst sie gehen. Sie transportieren nur Medizin und Nahrung. Ich habe keinen Streit mit dir oder einem deiner Landsleute. Ich suche nur eine Person. Denjenigen, den meine Leute Skorpion nennen. Den Skorpion? Was weißt du von ihm? Wenn ich euch über den Skorpion erzähle, werdet ihr uns gehen lassen? Ben Reem, mich und die Fracht? Nein. Aber wenn du mich zum Skorpion führst, dann lasse ich dich und deine Freunde gehen. Dann sollst du dein Essen und deine Medizin haben. Überlasst uns das Boot, Asadi. Bitte. Es gibt keine Waffen an Bord. Es stellt keine Gefahr für eure Leute dar. Das liegt jetzt in deinen Händen. Nun gut. Ich werde euch zum Skorpion bringen. Aber nur, wenn ihr mir euer Wort gebt, dass ihr niemandem sonst schaden werdet. Du hast mein Wort. Mögen mir die Sterne vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Wow, jetzt überschlagen sich aber die Ereignisse hier. Was? Und jetzt bin ich wieder hier? Und schon dran vorbei. Okay. Vor allem das Lustige ist, wir sind ja aus dem Gefängnis ausgebrochen und normalerweise müssten die ja hier irgendwie so... Alarm, Alarm, die Gefangene ist weg und... Aber irgendwie... Nö. Interessiert keinen. Gut, wir hätten jetzt auch echt andersrum gehen können. Auch hier, ne? Wir laufen an jetzt... 1, 2, 3, 4, 5 Wachen sind wir jetzt dran vorbeigelaufen. Und keiner nimmt Notiz, dass wir ausgebrochen sind. Na gut, wenn es noch nicht publik geworden ist, dann können sie es auch gar nicht wissen. Aber gut. Lassen wir es jetzt einfach mal so. So, und das da hinten müsste jetzt das Südtor sein. Servus. Würzen Sie Ihr Leben, die besten Gewürze in Makuria. Oder auch nicht. Kann er mir da vielleicht weiterhelfen? Die Geschäfte gehen fantastisch. Seit du mir geholfen hast, bin ich mit zufriedenen Kunden und stetigem Nachschub gesegnet. Du hast mir Glück gebracht. Kerben, ich habe noch 2 Kerben übrig. Frisch und gut. Kerben fürs Abendessen. Holt sie euch. Überall sind Soldaten. Ehrlich, ich kümmere mich nicht um Politik, aber ich wäre gerne irgendwo, wo es etwas entspannter zugeht. Ist jetzt dieses Formale da? Zoe, hier! Anstatt hinzugehen, einfach mal stehen bleiben und winken. Guten Tag, junge Lady. Crow hier sagte mir, du wärst eine Freundin von April Ryan. Ich kenne sie, ja. Ich bin Zoe Castillo. Ryan Westhouse. Du und April, ihr hattet ein Problem? Geringfügig. Crow sagte mir, dass du uns vielleicht helfen könntest. Vielleicht. Wobei soll ich denn helfen? Wieder nach Hause zu kommen, denke ich. Nach Stark. Das dachte ich mir. Ich fürchte, dabei kann ich nicht helfen, Miss Castillo. Aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Und wer? Ihr Name ist Weißer Drache. Und nach allem, was ich weiß, Crow, bist du in der Lage, sie zu finden. Kann ich. Da kann ich helfen. Ja. Drache? Wie diese großen, fliegenden, feuerspeienden Echsen? Eher die dünnen, hübschen, mit den tödlichen Beinchen. Ich glaube nicht, dass sie Feuer speit. Obwohl sie sehr wütend werden kann, wenn du weißt, was ich meine. Hat's jemand verstanden? Hat's jemand mitgekriegt? Ja! Wo ist sie denn, diese Drachenperson? In einer Bibliothek. Dort, wo offenbar alle heißen Chicks hingehen. Sie ist an einem Ort, welcher die Stadt des dunklen Volkes genannt wird.
Nur wenige wissen, wie man dorthin gelangt. Sie bewegt sich mit den Strömungen des Meeres. Aber Crow war schon einmal dort. Nicht wahr, Crow? Oh ja, ich war einmal mehrere Monate dort. Er lernte die uralte Kunst, auf meinem Hintern zu hocken. Auf meinen Hinterfedern. Und du könntest dorthin zurückfinden? Intuition. Ich kenne die grundsätzliche Richtung. Erinnere mich an die Winde. Sie rochen wie Zimt und Rosentee, eingebettet in ein duftendes Bouquet frischen Bullenmists. Aber ich könnte es auf einer Karte nicht zeigen, denn Karten sehen für mich aus wie das verrückte Gekritzel eines Affen. Und ich bin auch nicht in der Lage, ein Boot dorthin zu führen. Die Wellen machen mich krank und desorientieren mich. Wir werden kein Boot nehmen. Wir fliegen. Oh, dann warte ich hier, bis euch beiden dereinst Flügel gewachsen sind, okay? Dort, wo wir hingehen, Crow, brauchen wir keine Flügel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ein Luftschiff? Ich sage euch, nichts, was ohne Flügel fliegt, kann man trauen. Es ist gegen die Natur und alles, was heilig ist. Aber hey, keine Federn von meinen Knochen. Wenn es abstürzt, will ich nicht derjenige sein, der Flügel braucht. Dein Freund? Wird er es uns leihen? Er schuldet mir einen Gefallen. Übrigens, NPS, der Nordland-Paketservice, hat gerade seine Luftflotte vergrößert. Dieses Baby war eins der ersten, das sie von den Azadi gepachtet haben, vor 7 Jahren. Aber selbst jetzt ist es noch gut in Schuss. Die neuen sind schneller, größer, besser. Aber für unsere Zwecke ist dieses Schätzchen bestens. Du willst also mitkommen? Ob ich mit dir komme? Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen, Miss Castillo. Auf dieses Abenteuer freue ich mich richtig. Abgesehen davon braucht ihr mich, um das Schiff zu fliegen. Es braucht jemanden, der sich mit ihm auskennt. Ich weiß nicht. Ich traue keinem Vogel ohne Flügel. Ich behalte dich im Auge, Schwester. Eine falsche Bewegung und bam, dann fühlst du den Zorn meines Schnabels. Ich liebe Crow, ich liebe ihn einfach. Ja, wir sind oben auf der Mauer gewesen, wo die Treppe hochging. Oh, sieht das schön aus. Nicht schlecht. Na, wie machen wir uns? Alles bestens. Dieses Schiff ist eine echte Schönheit. Sie fliegt eigentlich von selbst. Dann und wann braucht sie einen kleinen Stups, aber sonst? In einem Hühnerstall? Das war nur ein Vergleich. Verstehe. Wann bist du nach Arcadia gekommen? Ach, das war vor langer, langer Zeit. Zu langer Zeit. Ich reiste 33 durch die Zwischenwelt. 1933, so sagt man wohl. Was? Und wie alt bist du genau? Ich bin lange unterwegs, aber ich bin nicht so alt. Nein, ich wurde losgelöst von der Zeit. Und ich war eine Zeit lang zwischen den Welten gefangen. Es ist keine angenehme Erfahrung, das kann man nicht sagen. Aber ich kam da wieder heraus und nahm mein Leben in Makuria selbst in die Hand. Ich gehe niemals wieder zurück nach Stark. Und ich bin glücklich darüber. Ich habe Frieden mit meiner Vergangenheit geschlossen. Arcadia ist jetzt mein Zuhause. Ja, Freunde. Und was er sonst noch uns zu erzählen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge hier bei Dreamfall. Macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.